So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu Valley. Bei dem Namen muss ich es einfach spielen. Ich bedanke mich herzlich. Ich habe das seit August 2017 beim lieben Behemoth. Der hat mir das damals geschenkt. Und das Spiel selber ist aus 2016. Und ich habe da vorhin mal reingeschaut. Ich wollte halt irgendwann mal was anderes spielen heute. Ne? So der Well-Woche ist ja schon ausgefallen diese Woche und jetzt machen wir halt einmal was anderes. So. Und ich wollte nur so 5 Minuten reingucken wegen Grafiktest und habe dann nach 25 Minuten festgestellt, mach mal lieber aus jetzt so. Ne? Und ja, wie ich eben schon sagte, ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Es soll so ein Parcours-Game sein. Es hat richtig schöne Grafik, es soll einen phänomenalen Soundtrack haben. Jim Sterling hat das auch über den Klee gelobt und der lobt eigentlich nicht wirklich viel. Und die haben sie auch gleich zitiert in der Beschreibung. Ich habe 2 Trailer gesehen. Der eine war recht ruhig, so mit so einer Musik, wie es jetzt ist, ne? So Natur und so und angucken. Und der andere war sehr actionlastig. Und da waren auch irgendwie, man hat den Eindruck, dass da Gegner drin sind oder so. Die Steuerung der Tastatur erlaubt aber gar keine Waffen. Gut, das muss nichts heißen. Und das Einzige, was ich weiß, dass man spielt halt in diesem Valley, also Valley ist ja Englisch für Tal oder Wiese oder so Landschaftszug halt, ne? Und je öfter, ich habe echt einen Death Counter, wusste ich gar nicht, je öfter man im Valley stirbt, desto mehr stirbt auch vom Valley. Das finde ich interessant. So, das muss noch nicht unbedingt Action versprechen. Das muss jetzt nicht zahlreiche Gegner versprechen. Wir lassen uns einfach mal überraschen, würde ich einfach sagen. Aber das soll wohl... also es hat mich neugierig gemacht. So, und ich möchte auch mal wieder back to the roots. Der Bot ist intelligent, du hast nur einen Death Counter. Valkyrie ist dann Valley wieder gestorben, womit die Gesamtzahl auf 0 steigt. Hä? Was macht ihr denn da? Mach nochmal, achso, nee, es bietet sich bestimmt an, dass ich hier sterbe. So, wir machen mal ein New Game. Wir machen Female. Warum nicht? Spiele ich ja ganz gerne, die Ladies. Wobei es First Person, ne? Das ist eigentlich egal, da kann ich mir selber gar nicht auf den Hintern gucken. So. The Life Seed is said to contain an incredible earth-shattering power. Also der Lebenssamen soll angeblich eine unglaubliche, erderschütternde Macht beinhalten. While mostly written off as myth, some archaeologists are still determined to track down the elusive item. Elusive kenne ich, aber kann ich übersetzen. Luring some incredibly remote locations. Also, das meiste über diesen Lebenssamen wird den Mythen zugeschrieben, aber einige Archäologen versuchen immer noch das ganze Ding soll ein Mythos sein, aber manche Archäologen versuchen immer noch was zu finden. Looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the, what was it? The life seed? You gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something? Spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen leiser machen. Irgendwie. Aber das müssen wir gleich. Wir müssen leiser machen. Remote Region, Canadian Rockies. So, ich mache mir ein bisschen leiser. Brightness, Audio. Master Volume.
Es war extrem laut. Ich weiß gar nicht, wie leise ich meine Boxen vorhin hatte. Das ist ja krass. So, das würde aber gehen. Wenn es euch zu leise ist, sagt mir Bescheid, dann mache ich es euch nochmal ein bisschen lauter oder dann stellen wir hier nochmal rum. Also jetzt bezogen auf den Stream. Für YouTube regle ich das nachträglich, da kann ich in Ruhe reinhören. Was ich lustig finde, ich spiele ja eine Frau und jetzt hat mich quasi mein Freund angerufen. Ne? Ich bin anscheinend in irgendeiner Wissenschaftsstation oder so und macht sich halt Sorgen und warum musst du das unbedingt tun und kannst nicht wie andere Leute auch einen normalen Rucksackausflug machen? Nee, können wir nicht. So, er sagt, hoffentlich haben sie sich meine Kanu-Übungsstunden bezahlt gemacht. Ich würde sagen, nein. Glaube ich jetzt nicht. Aber es sieht cool aus schon mal. In die Richtung können wir leider nicht weiter. Ich würde so gerne in dieses Wasser. Und das ist der Grund, warum ich ganz gerne in 60 FPS heute streamen möchte. Weil schnelle Bewegungen. Das wird gleich noch schneller. Glaubt mir. Ein paar Minuten habe ich ja reingeguckt. Taran, guten Abend. So, Ruinen, Höhlenzeichnungen, wo zur Hölle bin ich? Wie gesagt, deutsche Untertitel hat es leider nicht. Ich erwarte allerdings auch nicht unbedingt so viel Textlastiges. Ach, da ist eine Höhlenzeichnung. Das kann alles Mögliche sein, ne? Das kann so ein Baumtroll sein mit Armen, das kann irgendwas Verkohltes sein. Schwer zu sagen. Wir gucken mal. Sieht schon mal ganz hübsch aus, finde ich. Hold Shift to run. Run! Run! Das sieht cool aus. Also mir gefällt es so schon. Ja, ich habe es vorhin gesehen. Aber wir kommen bald an eine Stelle, wo ich es noch nicht gesehen habe. Und dann, das wird man auch merken. Bis dahin stelle ich mich immer cool und elegant an und absolut souverän. Und wenn dieses Souveräne aufhört, dann kommt für mich ein neues Gebiet. Das werdet ihr, glaube ich, direkt merken. So. Hübsch ist es hier. Schöne Lichteffekte. Mir gefällt das. Ich glaube, jetzt kann ich schon fast wieder lauter machen. Ich will die Musik lauter machen, weil die Musik soll einfach nur umwerfend sein. Und die hört sich auch gut an. Musik geht immer. Die kann ich gar nicht laut genug auf den Ohren haben. Weil das macht unheimlich viel zur Immersion aus. Sehr hübsch. Ich rieche auch mal so die schönen Spiele, ne? Die so schön anzuschauen sind. Und jetzt ist Behemoth gar nicht da, ne? Da, Valley! Und da seht ihr auch mein Thumbnail, was ich gemacht habe. Okay, das sind jetzt ausnahmsweise doch gerade, jetzt ist er gerade kurz einmal auf 48 FPS gedroppt, aber eigentlich habe ich 60. Ich würde da unten so gerne hin zu dem Wasser hier, aber ich komme hier nicht weiter und ich kann nicht springen gerade. Das ändert sich gleich noch, aber jetzt gerade kann ich nicht springen. Aber es ist doch einfach schön, oder? Ich mag's. Campfire habe ich noch nicht im Spiel gesehen. Das Spiel hat an dieses Spiel, wie hieß es noch, irgendwas mit Ethan? The Remaining of Ethan Hawke, meinst du? Habe ich auch gespielt. Nee, es erinnert mich optisch viel mehr an... Ich habe da so ein schönes Rätselspiel. Ich habe den Namen jetzt gar nicht parat. Wo du eine Kerze hinter so ein Projektor stellen musstest und dann wurden vor dir dann animierte Wandzeichnungen dargestellt. Das hat auch so schöne Grafik gehabt. Nein, Firewatch hat ja gar nicht so eine Grafik. Firewatch hat auch eine wunderschöne Grafik, aber ja, überhaupt nichts Realistisches. Firewatch ist ja wie The Long Dark handgezeichnet. Solos Projekt war auch klasse. Das habe ich so gefeiert mit euch zusammen auf YouTube allein. Das habe ich richtig gefeiert. Allein eure Kommentare. Das ist, fand ich ein Highlight. Also allein durch die Community, die dann
auch wenn es nicht so viele waren, aber die, die dabei waren, die waren richtig dabei bis zum Ende. Das habe ich richtig gefeiert. Völlig großartig. Guck mal, ist hübsch, ne? Ich bin ja sowieso für, also das ist dann das Mädchen in mir, ne? Das ist dann so von den Lichtern und sowas begeistert. Weißt du, so ein richtiger Kerl wird sich jetzt eine Axt schlagen und sagen, ich mache mir da ein Kanu draus aus dem Baum. Aber naja, das war das Mädchen in mir. Myst habe ich überhaupt noch nicht hier gespielt. Ich habe allerdings Myst-Teil. Okay, eine Totenmaske. Was zum Geier ist denn das? Ich schaue mir hier lieber erstmal ein bisschen um. Ist ein putziges Treiben hier. Hey, komm her. Hey. Was ist denn das? Okay. Irgendwelche lustigen kleinen Männchen? Oder sollen es Insekten sein? Die sind ja putzig. Kann ich so einen mitnehmen? Ist ja süß. What is this place? Was ist das für ein Ort? Das frage ich mich auch. Und wie stark wurde ich am Kopf getroffen? Das ist etwas, was man sich schon mal fragen kann. Bye bye! Ist das nicht unglücklich, wenn man dich bye bye grüßt? So, ich meine, aber danke für den Follow. Ich finde den Namen ja auch knuffig, ne? Hallo, bye bye. Ist vielleicht auch Absicht. Steckt da vielleicht, ist da irgendwie, war das Vater des Gedankens vielleicht? Kann das sein? So ein Wortspiel? Eher Naturgeister? Bernie, ich habe gehört, du wohnst 4 Kilometer neben Jack. Ist ja cool. Da hat er richtig prominente Nachbarschaft hier. An old Army Truck. Must have crashed here years ago. Ages ago. Also vor Ewigkeit muss der hier gestrandet sein. Dieser Army Truck. Okay. So, was hier aber interessant ist, ist diese Kiste hier. Und die öffnen wir jetzt mal. Ich kannte das ja schon. The Guest? Ja, aber es war ja nicht draußen. Ne? Jetzt machen wir die Cam weg eben. Das erinnert mich jetzt voll an Fallout. Also man kann hoch damit springen, man kann schnell damit laufen und man kann Leben und Tod beeinflussen. Und hat auch irgendwie ein Mikro eingebaut zum Aufnehmen von Sachen. Und kann mit Upgrades versorgt werden. Ich will es nicht testen. Ich hoffe, das ist ausgetestet, das Zeug. Das wäre ja schlecht. So, das ist sowas von Fallout. Auf der anderen Seite Fallout, das in 60ern. Wie willst du denn sonst die 60er nachmachen? Ne? Also ist ja so eine Sache. Let's see what's on these audio reels. Okay, jetzt hören wir gerade eine alte Audioaufnahme ab. Audio Journal, June 4th, 1941.
Okay, kurz nach dem Ausbruch des Krieges in Europa. 41. The mysterious forest sprites seem to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here. A large number of them seem to inhabit the northeast sector of the valley, just past the ruins where the life seed, rumored to possess an earth-shattering power, was found. That's as good a place as any to study them. Okay, also wie gesagt, man vermutet wohl diesen Life Seed im Nordosten dieser Region. Und da müssen wir jetzt hin. So, da sollen wir jetzt irgendwie nachsuchen. Oben haben wir einen Kompass. Und ganz links oben, ich weiß nicht, ob dieser Zweig da einfach nur ein optischer Strich ist. Oder ob das meine Lebensenergie ist. Weil ich kann wohl auch sterben. Also, ich sollte ja mal Probe springen in dem Anzug. Also, springen geht. Auch gar nicht mal so wenig. Und, ja, wofür diese Eicheln und die Pusteblumen da oben sind, weiß ich noch nicht genau, wo ich die finde. Aber wir fangen jetzt mal ein bisschen an zu rennen. Und jetzt kommt der Augenblick, wo das Spiel etwas schneller wird. Oh cool, das habe ich vorhin übersehen, als ich das Probe gespielt habe. Das habe ich gar nicht gesehen. Moment, Note von Virginia King, kann ich die aufnehmen? Nee, 15. Oktober 44, no, die nordöstliche Grabungsstelle, is providing number of clues towards the stone cutting techniques of the ancient inhabitants. Was sie versorgt ist mit einer Reihe von Hinweisen über die Steinsägetechniken der altertümlichen Einwohner hier. Die Pfadfinder assigned to exploring the site have uncovered a wide array of tools that may have been used. Okay, sie haben wohl einige, also eine ganze Reihe von Werkzeugen entdeckt, die dafür benutzt worden sind, um hier Steine zu schneiden. Und mit ein wenig Glück können wir eventuell deren Technologie reproduzieren. Was sagen wir denn? Interact ist eh. So, dann haben wir Give Life, Take Life, Look, Run und Jump. Mehr haben wir nicht hier an Tasten. Okay, E kann ich da nicht drücken. Ich kann es nicht einsammeln. Also es liegt halt am Boden und ja, bin mal gespannt. Sauber machen geht hier also auch nicht. Sonst wäre es ein cooler Wegweiser gewesen. Northeast Dickside. Da wollen wir hin. Zur nordöstlichen Grabungsstelle. Ah, da müsste ich mich jetzt auch mal ein bisschen besser umgucken. Das ist aber mies gemacht, weil das ist eigentlich ein sauschnelles Spiel. Also sowas kannst du echt mal übersehen. Archaeological Excavation Site. Run slopes to gain momentum. Also man soll Abhänge runterrennen, um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen, um dann besser abspringen zu können. Das machen wir mal. Und ich muss sagen, das ist phänomenal schnell. Und das ist der Grund, warum ich auf 60 FPS geschaltet habe. Wie wirkt denn das im Stream? Könnt ihr mir das mal kurz schreiben? Kriegt ihr noch was zu sehen, ne? Oder ist schwierig? Pixelt das wie sauer auf? Ich weiß es nämlich nicht. In meiner Probeaufnahme war es okay, aber es war halt auch kein Stream. Butterweich? Sehr schön. Es macht doch Spaß hier zu rennen, muss ich sagen. Hier war ich doch gar nicht vorhin, oder? Das ist doch neu. Wir bocken mal so ein Ding in echt. Ich glaube, das wird richtig Laune machen. Ne? Naja, es gibt ja diese... angewinkelten Carbon-Beinprothesen. Habt ihr vielleicht schon mal bei den Paralympics gesehen? Aber die kannst du nicht bezahlen. Ne? Ich glaube, sowas kostet bestimmt 30.000 bis 50.000 Dollar irgendwie pro oder Euro. Aber damit rennen die richtig. Ne? Nein, ich will die Einrastfunktion nicht aktivieren, Windows. Was soll denn das? Stört mich doch jetzt nicht. Energy stored within the leaf suit known as Amrita
Ach, die Rita. Can be given to once living things. Okay. So, wir sollen mit dem Anzug hier Leben und Tod beeinflussen können, ne? Nehmen wir mal diesen toten Baum da vorne. Oder den da. Das ist cool, ne? Oder? Wir können die Sachen wieder zum Blühen bringen. Man soll Ahorn, das habe ich auch noch nicht entdeckt. Man soll Ahorn aufnehmen, um durch bestimmte Türen zu kommen. Das heißt, wir müssen die Bäume reparieren auch, also wieder beleben. Ei, das habe ich vorhin zwar immer gemacht. Ich habe das viel länger gespielt, als ich wollte. Es sollte ja nur ein Grafiktest werden. Energy Low. Ach komm, jetzt haben wir doch nicht. Wo ist denn hier ein Ahorn? Gib mir ein Ahorn. Gib mir einen Arm. Du bist überhaupt gar kein Ahorn. Du bist eine ordinäre Tanne. Aber du bist auch kein Ahorn. Du bist auch eine blöde Tanne. Exosuit gibt es ja auch schon. Werden für gelähmte Menschen als Prototyp eingesetzt. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, die benutzen das eher militärisch sowas immer. Weißt du? Der Traum eines jeden Gärtners. Ach, die liebe Einrichtungsfunktion, genau. So. Lauf! Du bist frei. Dann gehen wir mal hinterher. Das ist auch gerade so richtig coole Laune Musik, ne? Ich habe das Gefühl, das wird nicht immer so bleiben. Ja, da lebt er wieder. Hi. Sehr schön. Oben, links oben blinkt es aber schon bedrohlich rot. Pathfinder Access Only. Hast du mich geschubst? Aha, Leafsuits must be worn. Aber wir müssen jetzt so einen Anzug tragen. Okay. Für den Fall, dass den jemand oben vergessen hat. Okay, wir gehen immer weiter. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das nur Akorn bedeutet, Eichel. Ach so, ja klar, eine Eichel. Klar. Okay, ich meine, man sieht es ja oben auch, dass eine Eichel ist, ne? Aber eine Eichel war es auch nicht, es war trotzdem eine Tanne. Das ändert nichts an der Sache. Aber hast natürlich recht. Wenn man daraus dann auf Ahorn schließt, ist ja irgendwie aber auch, wer hat denn das geschrieben? Belloni Pepperoni. Ah, du kennst dich doch damit gar nicht aus, du bist doch Italiener, du kannst doch gar kein Englisch. So, damit laden wir die wieder auf, hier unsere Energie. Und gibt es denn hier noch irgendwie tote Bäume? Da oben ist einer. Es geht auch auf die Entfernung. Zück. Dann können wir hier oben gleich nochmal aufsammeln. Und das ist, glaube ich, die Stelle, die ich von da hinten irgendwo oben gesehen habe, wo ich gesagt habe, da würde ich ganz gerne hin. Dann machen wir den nochmal. Den da. Hier war ich vorhin nämlich auch nicht. Und hier war ich überhaupt nicht. Okay, damit lohnt es. Ich bin einfach geradeaus weitergerannt. Hey, das ist ja mal gut, dass wir uns hier ein bisschen umgucken, ne? Ich hätte direkt schon was verpasst hier. Okay, das geht nicht. Was mag denn da drin sein? Ach, guck mal, der königliche Königseichel. Okay. Und was ist das? Ein Medaillon. These medallions are said to be used to access an ancient pyramid. Collect enough pieces to gain entry to its chambers. Okay. Also, mit denen können wir irgendwelche Türen öffnen und mit den Medaillon können wir in Pyramiden rein. Okay. Mal gucken.
Das ist so der Augenblick, wo ich mich frage, ob die im Spiel großzügig genug verteilt sind. Ha! Da kommt der alte World of Warcraft Walljumper in mir durch. Ah! Autsch! So. Juri! Juri Mita, schönen guten Abend. Und einen lieben Dank an Ultimate Luke für den Autohost. Dann lass uns hier nochmal ein paar Bäume flott machen. Wir müssen ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Da geht's bei mir sowieso nie. Es geht wirklich auf die Entfernung. Sehr cool. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich hier nochmal zurückkomme. Dann kann ich da wenigstens noch ein paar von den Perlen aufnehmen. Und dann sorgen wir wenigstens ein bisschen dafür, dass das hier oben noch nett aussieht. Wer weiß, wer mal zu Besuch kommt. Aber den dahin kriegen wir nicht, ne, oder? Doch, cool. Krass. Okay, alles klar. Aber ich glaube, dass wir damit ein bisschen haushalten müssen, irgendwann mal. Jetzt gerade ist ja noch Tutorial-Time. Ja, noch ist Summer Sale. Wie war's mit der Aufnahme? Die läuft noch. Ach, seit 26 Minuten. Leaf Suits, das ist ein sehr, sehr schweres Equipment, Ausrüstung. Und diese Tatsache macht Wasser wahnsinnig gefährlich. Wie kommst du denn auf 2 Run? Achso, alles klar. Du machst jetzt echt einen Death Counter? Okay, alles klar. Also, das habe ich jetzt natürlich absichtlich gemacht, um euch das zu zeigen. Aber als ich hier vorhin Probe gespielt habe, bin ich da direkt rein, ne? Okay, wir nehmen also Anlauf. So, gucken wir mal. Was? Wer? Gemulme! Ich finde die Dame noch geil. Sehr geil. Vielen lieben Dank, Mensch, für den 11. Monat. Vielen lieben Dank, dass du die ganze Zeit über da bist. Danke für den Support. Na, komm, du und du. Und komm, dann holen wir es uns aber nochmal eben wieder her. So. Siehst du, kann sein, dass es jetzt so eine Art Walking Simulator mit Rennen wird. Ich weiß nicht, aber ich guck mal eine Weile rein. Betrachtet es als Kontrastprogramm zu Battlefield 5 oder so. Ich muss nur gucken, wie ich hier genug Eicheln finde. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchen Baum ich da eben geschossen habe. Wir müssen hier wahrscheinlich doch öfter mal vom Weg abweichen, denke ich mir. Lass uns doch mal versuchen, hochzugehen hier. Hey. Ja, das wird wohl nicht funktionieren. Alter, dafür ist es der Eli-Woll nicht, dass ich da hochgehe. Aber hier, du hier, du musst doch mal... Kannst du ruhig was droppen, oder? Oder nicht? Muss ich sie aus dir rausprügeln, Baum? Vielleicht kommen wir da oben ja irgendwann mal von alleine hin und profitieren dann davon. Ich weiß es nicht.
Viel weiter habe ich auch nicht mehr gespielt. So. Leben kann auch genommen werden von nahen, also von Gegenständen in der Nähe, die reich an Energie sind. Zum Beispiel ein Baum oder ein Tier, um die Anzugenergie aufzufrischen. Weniger robuste Lebensformen, wie zum Beispiel Grasbüschel oder so, geben keine Energie. Ich werde jetzt auf gar keinen Fall dieses Reh töten. Auf gar keinen Fall werde ich das machen. Aber wir können das an dieser unschuldigen Jungtanne mal eben demonstrieren. Seht ihr, jetzt habe ich oben etwas Energie wieder bekommen. Diesen einen Balken, der mir fehlte. Eins kostet es mich und es bringt auch genauso viel wieder. Das ist ja gut zu wissen, dass ich das auch häufiger machen kann, ohne Verluste zu haben. Ich mutiere jetzt zum Eichhörnchen. Ja, ich bin ein Eichelheer. So sieht das aus. Nee, ganz ehrlich, aber auf so ein Reh muss ich nicht Probe schießen. Nee, wirklich nicht. Und schon gar nicht auf ein Babyreh. Nee, das tut nicht nur. Da wirst du ja gar nicht satt von. Nee, das meine ich. Was liegt denn da oben? Ist da irgendwas? Da komme ich doch im Leben nicht rüber, oder? Komme ich nicht. Da wartet nur der One drauf, dass ich in den Death Counter um 1 erhöhen kann. Das muss nicht sein. Hey! Hallo! Okay, die Musik hat aufgehört. Restricted Area. Unauthorized Access. So, okay. Kann ich irgendwie die UI ausblenden? Nee, kann ich nicht. Ja, hier wird die Musik jetzt schon... Hier ist schon nicht mehr so freundlich. So, bis hierhin habe ich gespielt. Weiter glaube ich nicht. Und dann habe ich aufgehört. So, und damit würde ich sagen, beende ich auch mal die erste Folge. Wo sind wir jetzt? 32 Minuten. Jo, ne? Da irgendwas gehört. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. So, YouTube, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ersteindruck. Und mir gefällt er gut. Wie gesagt, keine Ahnung, wo das hingeht. Der eine Trailer, den ich gesehen habe, der war extrem actionlastig. Und richtig, das wollte ich sagen, bei Kinofilmen kennt man das manchmal auch. Ich habe schon einen Kinofilm gesehen, habe ich den Trailer gesehen. Das sah voll nach einem Actionfilm aus. Und dann war das ein total ruhiger und recht langweiliger Film. Weil sie dann die 3-5 Szenen, ne, wo ein bisschen Action und wo Humor drin war, die haben sie dann direkt aneinander gecuttet, ne, auf 30 Sekunden. Und dann hast du einen komplett anderen Eindruck von dem Film bekommen. Das könnte auch bei diesem ersten Video so sein. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Okay, macht's gut. Tschüss.